Liebe Bettburgerinnen, liebe Bettburger, heute ist der 10. Januar 2021 und hier kommt das tägliche Update. Die Zahl des Tages für die Stadt Bettburg ist erfreulicherweise die 33, also wieder eine leichte Abnahme der Covid-19-Infektionszahlen. Gleichzeitig steigt unsere 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 136. Das liegt daran, dass wir konstant jeden Tag 5 bis 10 Neuinfektionen haben. Gleichzeitig genesen im Moment relativ viele Leute. Mal sehen, wie sich das insgesamt entwickelt. Kreisweit gehen die Zahlen im Moment nach oben. Ab heute Nacht 0 Uhr, also ab morgen früh, wenn Sie wieder aufstehen für die allermeisten, gelten die Regelungen der neuen Corona-Schutzverordnung vom 11. Januar bis zum 31. Januar. Das sind die verschärften Lockdown-Bedingungen. Ich bitte Sie, sich an diese Regelungen zu halten. Ich verlinke die Regelungen zur Sicherheit nochmal unter diesem Post. Und es geht da insbesondere darum, wie viele Leute dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen, nämlich Leute aus einem Hausstand plus eine Person. Es ist viel darüber diskutiert worden. Die Regelungen treten heute Nacht in Kraft. Wir müssen und werden sie umsetzen. Es hängt noch ein bisschen mehr daran. Ich habe dazu ja ausführlich berichtet. Falls Sie diesen Post von mir nicht gesehen haben, scrollen Sie einfach ein bisschen hoch hier auf der Seite der Stadt Bettburg oder auf meinem Facebook- oder Instagram-Profil. Heute habe ich Besuch bekommen und was das für ein Besuch war, das seht ihr jetzt. Jetzt nochmal was ganz anderes. Eigentlich, Weihnachten ist gerade vorbei, wären wir jetzt hier in Bettburg so langsam in die Session gestartet. Traditionell gibt es den Auftakt eigentlich mit dem Generalappell der KG Ritter im Ulk. Der ist natürlich in diesem Jahr ausgefallen. Marcel Schumacher, der Präsident und einer der Gesichter unseres Karnevals hier vor Ort, hat mich heute besucht und hat mir was ganz Tolles überreicht. Und was das genau ist und was es damit auf sich hat, das erklärt euch Marcel selber. Jawohl, ja. Es ist so, wie gesagt, Karneval, leider in einer anderen Form in diesem Jahr. Aber die Bettburger Ritter stehen dafür, nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich den Möglichkeiten anzunehmen, die da sind. Und die sind in einer digitalen Rittersitzung. Informiert euch und seid dabei. Schaut auf die Webseite der Ritter im Ulk, natürlich auch auf Facebook oder auf Instagram. Das kennt ihr sicherlich alle. Schaut mal vorbei, da gibt es richtig was zu sehen. Und die haben sich wirklich was einfallen lassen. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen und werde mir das auf jeden Fall reinziehen, hätte ich fast gesagt. Ich würde mir einfach wünschen, Marcel, dass wir im nächsten Jahr wieder ganz normal Fastelovend zusammen feiern können, dass wir die Tradition weiterführen können. Ich finde es toll, dass ihr euch so als Ritter solche Gedanken gemacht habt, dass ihr euch dafür einsetzt, dass der Karneval jetzt hier nicht komplett vergessen wird in dieser besonderen Zeit. Weil ich auch glaube, dass Karneval was ist, was wir Rheinländer einfach brauchen, tief im Herzen. Bleibt gesund. Ja, in diesem Sinne, der Gruß des Tages, der geht heute an alle Karnevalistinnen und Karnevalisten, also an alle Jecken in unserer Stadt. Es ist ein schwieriges Jahr und wir werden auf Karneval, so wie wir ihn normalerweise kennen, in diesem Jahr leider verzichten müssen. Im letzten Jahr hat hier alles seinen Anfang, seinen Ursprung genommen. In Heinsberg, Sie erinnern sich, in diesem Jahr fällt der Karneval tatsächlich aus. Wer hätte das für möglich gehalten? Mein Gruß des Tages geht heute an die Jecken, die versuchen, beisammen zu bleiben, die versuchen, mit frischen Ideen irgendwie die Fahne des Fastelovens oben zu halten. Heute habe ich als Beispiel die Bettburger Ritter im Ulk genannt. Mein Gruß des Tages geht aber absichtlich an alle Karnevalisten. Egal ob Bettburger Narrenzunft, Ritter im Ulk, Karnevalsfreunde, Blerischen Kirdorf, Bettburg West, die Komiteeflotte aus Kircherten, die Ochsengarde aus Kirchtroßdorf oder die katholischen Frauengemeinschaften aus Königshofen, aus Kaster, aus Bettburg, aus Kircherten natürlich. Wir vermissen euch alle, wir werden euch alle vermissen. Jetzt ging es so langsam los, wir würden in den Sitzungskarneval einsteigen und da merken wir, was uns fehlt. Persönliche Darbietungen, der echte Kontakt und der echte Fastelovend vor allem, der ist in diesem Jahr leider so nicht machbar. Mir tut das sehr, sehr leid. Ich bin selber, was den Karneval anbelangt, wirklich mehr als Jeck. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß das, dass wenn wir einmal unterwegs sind, wir kaum zu stoppen sind. In diesem Jahr müssen wir allerdings verzichten. Verzichten müssen wir, wie gesagt, nicht auf eine digitale Sitzung. Ich bin wirklich gespannt auf das Format. Es kann den echten Karneval nicht ersetzen und trotzdem ist es ein Lichtblick in dieser Zeit.
In diesem Sinne, bitte passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre Nachbarn. Vor allem bleiben Sie gesund und vielleicht ein bisschen jeck. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.